Hi ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Dagi, und ich begrüße euch zu meinem dritten Teil für den Adventskalender der Xmas Gang. Genauso ist es richtig. Richtig. Und zwar dreht sich mein Video heute mal wieder um ein Do-It-Yourself. Und zwar ist das auch mal wieder mega easy. Und Leute, glaubt es mir, wenn ich es hinkriege, dann kriegt ihr es auch hin. Weil ich bin echt eine Niete im Kochen und Backen und sonst was. Und das ist auch echt mega easy. Und ja, es geht diesmal um Bratäpfel. Bratäpfel sind einfach das Geilste, was es gibt. Ich bin wirklich ein mega Fan davon. Aber Winter ohne Bratapfel ist für mich kein Winter, ehrlich gesagt. Und deshalb dachte ich mir, ich mache euch mal ein Do-It-Yourself für Bratäpfel. Und ja, ich wünsche euch dabei ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und ich hoffe, ihr guckt auch genau zu, weil wie gesagt, in dem Video wird eine Zahl versteckt sein. Und ich hoffe, ihr werdet die auch finden. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und ja, los geht's. So ihr Lieben, und das ist mal wieder ein Voice-Over. Und jetzt geht's auch los mit dem Bratapfel Do-It-Yourself. Und zwar braucht ihr dafür Äpfel, am besten Boskop-Äpfel. Dazu Butter, Zimt, Mandeln, Vanillezucker, ein Ei, Marzipan, ein Messer, ein Ausschaber. Und ja, dann fangen wir auch direkt mal an. Schneidet einfach den Apfel direkt so, wie ich das hier gemacht habe. Und zwar den oberen Teil einfach ab. Nun nehmt ihr einfach euren Ausschaber. Vielleicht habt ihr auch einfach so ein Enthüllungsgerät-Ding. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. So ein längliches Ding. Und damit geht es auch viel, viel einfacher. Aber ich habe leider nur so ein Ding bei uns gefunden. Und einfach die Äpfel so aushöhlen, wie ich es da gemacht habe. Als nächsten Schritt benutzt ihr eine saubere Schüssel, dann euer Marzipan, ein Ei, Vanillezucker und Zimt. Und schneidet erstmal so ungefähr 100 Gramm vom Marzipan ab. Und das dickere Teil tut ihr natürlich rein. Jetzt nehmt ihr euer Ei, schlagt es auf, tut es rein. Nehmt euer Vanillezucker, einfach ganz reinkippen damit. Und Zimt. Und da habe ich eigentlich so beliebig, so wie ihr mögt. Also ich habe einfach so viel reingemacht, wie ich ungefähr haben möchte. Ja, einfach reingetan. Und jetzt kommt der matschige Teil. Und zwar müsst ihr das alles zu einem schönen Teig, alles zusammen zerkneten. Und ja, achtet einfach auf die Konsistenz. Ungefähr so, wie es ungefähr so, wie es jetzt aussieht, muss es dann auch aussehen. Nun nehmt ihr wieder eure ausgehöhlten Äpfel und nehmt euch einen großen Löffel und füllt die Äpfel mit der Marzipan-Ei-Vanillinzuckerfüllung und ungefähr so, wie ihr es haben möchtet. Also ich habe es eigentlich fast voll gemacht und es hat echt saugut geschmeckt, kann ich euch sagen. Und ja, jetzt kommen die Mandeln zur Hand und einfach drauf streuen, so wie ihr mögt. Ihr müsst auch keine Mandeln benutzen, ihr könnt natürlich auch Rosinen benutzen, aber Rosinen mag ich leider nicht so und deshalb habe ich nur Mandeln drauf gestreut. Und darauf habe ich mal wieder eine kleine Schicht von dem Marzipan-Gemixe, ja, draufgestrichen. Nun nehmt ihr einfach eure Butter und schneidet ein kleines Stückchen ab. Ich weiß nicht, wie viel Gramm das sind. Ich weiß nicht, echt nicht. 2 Gramm oder so. Und ja, ungefähr so viel wie ich. Aber ich kann euch sagen, das ist eigentlich nicht so nötig, weil ich habe bemerkt beim Essen, das war eigentlich total unnötig, dass ich das gemacht habe. Aber im Rezept stand es so. Entweder ihr mögt es so oder ihr lässt es so. Und ja, ich habe es auf jeden Fall so gemacht. Und jetzt nehmt ihr euer Zimt und streut es ein bisschen drauf, damit es ein bisschen intensiver nach Weihnachten und Zimt und Wärme schmeckt. Jetzt sind die fertigen Bratäpfel auch bereit für den Backofen und sie müssen bei ca. 170 Grad eine halbe Stunde garen und ja, hi Bianca! Und jetzt kommt die Soße natürlich, die perfekte Soße und die Zutaten sind einfach ganz normale Milch, Zucker und Pudding, Dingens, Bummens und ihr nehmt euch ein Messgerät, tut die ganze Packung ungefähr da rein. Nehmt euch Milch und, ich weiß noch, 250 Milliliter von der Milch rein. Eigentlich so, wie es auf der Verpackung steht, von der Puddingpackung. Und das dann alles vermixen. Ich habe dafür so einen kleinen Rührstab genommen. Ihr könnt das natürlich aber auch per Hand einfach mit einem Löffel verrühren.
Und jetzt benötigt ihr euren Zucker. Und dafür habe ich einen Esslöffel in die Milch-Pudding-Pulver-Mischung reingemixt und das dann wieder verrührt. Jetzt wird die Soße warm gemacht und ich kann euch sagen, damit es kein Pudding wird, lasst es ungefähr 5 Minuten auf dem heißen Herd und dann wird es super. Mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich muss mich auch ein bisschen dafür entschuldigen, weil ich habe eigentlich direkt, nachdem ich dann die Bratäpfel gemacht habe, direkt aufgenommen, wie ich die esse und alles und pipapo. Aber nein, ich habe es gelöscht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es irgendwie aus Versehen anscheinend gelöscht und ich konnte es auch nicht mehr wiederfinden und es tut mir sehr, 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 sehr leid. Aber ich kann euch sagen, dass meine Reaktion super war und das einfach mega geil schmeckt. Was ich aber noch dazu sagen kann, die Butter könnt ihr ruhig weglassen, weil die war eigentlich echt unnötig. Ich weiß auch nicht, warum die so im Rezept stand. Ich hoffe, ihr habt auch die Zahl entdeckt in dem Video und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und ich hoffe, ihr werdet es auch nachmachen. Und nicht vergessen, Hashtag XmasGang, Hashtag Bratapfel, Hashtag Dagibi, falls ihr das nachmacht und bei Instagram posten wollt oder bei Facebook oder bei Twitter, keine Ahnung wo. Ja, ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß, wenn ihr das irgendwann mal auch ausprobieren wollt, weil es ist einfach mega easy. Und ja, das war es dann jetzt auch schon. Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt die Zahl gefunden. Rechts von mir findet ihr das Video natürlich von Bibis Beauty Palace von gestern. Und links von mir findet ihr morgen das Video von TwinTV für die Xmas Gang. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und einen schönen Winter euch noch, meine lieben Puschelbärchen. Tschüss!